Adult TV. Hallo, herzlich willkommen zu Adult TV. Am Duldfreitag. Die Gipfelstürmer spielen schon und ich habe wieder Gutscheine und versuche die natürlich wieder loszuwerden mit ganz einfachen Fragen. Und der Festwirt ist auch da. Grüß dich. Ich habe gar nichts gesagt. Servus. Weil ich komme jetzt nicht raus, jetzt kommt der Bär. Naja, genau. Du kannst es da mitnehmen, wen du willst. Ich störe immer, das war's doch. Ja, ich weiß eh. Aber du machst das nicht. Das erste Kompliment, das ich vom Alfred bekommen habe. So ein Schmarrn, red nicht so ein Scheiß. Meine. Ey, bist du zufrieden mit der Herbstduld? Immer, weil du da bist. Ich gehe jetzt lieber rein, das kann sich auch gar nicht anhören, das Geschleim. Bis später. Und heute besiege ich eben beim. Was trinken wir immer? Blutwurst, oder? Ist das? Bayerischer Amaretto. Ja, genau. Wir sehen uns später. So, jetzt gibt's aber erstmal die Arbeit. Und dann schauen wir mal. Servus. So, und dann schauen wir mal. Wen wir da heute nehmen für Duld TV. So. Es gibt schon wieder. Ja, da ist noch ein bisschen. Da ist die Stimmung noch ein bisschen. Gehen wir mal wieder ein bisschen weiter vorne, weil da sind die Leute, glaube ich, auch schon länger da. Und die trinken dann auch schon ein bisschen länger und so. Dann werden wir doch einmal ein bisschen hier reingehen. So. Hallo! Na, wer bist du? Selina, Freundin von Flo. Ah! Hallo! Hallo! Falls euch im Glöckelzelt. Ja, super. Ja? Bestes Zelt auf der Duld. Das ist die Freundin vom Flo. Genau. Da haben wir das auch gewusst. Danke dir. Ja. So, dann schauen wir doch mal hier rein. Oder machen. Ja? Was los? Wie geht's dir? Ja, super. Und dir? Ja, super. Ja, für was ist denn jetzt? Spielvereinigung! Spielvereinigung! Okay, wo seid ihr her? Ramsbau. Ramsbau? Ja, ja. Ja, da kenne ich das Ringentalfest. Ja, ja, das beste Fest der Welt. Ja, ist wirklich so. Aber die Duld ist schon, ich finde die Duld geiler. Na, also das Ringentalfest, da kannst du nichts dagegen sagen. Ja, hab ich ja nichts. Ich sag, ich finde es sehr gut. Ja, das ist das beste Welt. So, okay. Dann wünsche ich euch noch eine schöne Party heute. Ja, dir auch, gell. Also. Ramsbau. Ja, Ringentalfest, alle herkommen, gell. Ja, mach mal. Pfingsten ist das, gell. Ja, Ringentalfest. So. Servus. Hallo. Du hast schon mal mitgespielt, gell. Was? Du hast schon mal mitgespielt bei uns? Nein. Nicht? Nein. Hey, ihr schaut alle gleich aus. Was? Machst du einen Schluck? Ob ich einen Schluck mag? Natürlich. Was ist das? Weizenmalz. Weizen, warte. Danke dir. So freundliche Menschen heute. Magst du ein Bier gewinnen? Ja. Okay, pass auf. Muss mir nur sagen, wie heißt denn der Festwirt hier mit Vor- und Nachnamen? Oh. Ja, und Vorname? Oh, Hans. Hans? Ja. Bist du sicher? Nee. Ist auch falsch. Oh. Aber, dass du auch was lernst, Alfred. Okay. Fürs nächste Mal. Krieg ich eine andere Frage? Nein, natürlich nicht. Was machst du hier da? Was? Was machst du hier da? Was wir hier machen? Ja, das ist die Frage, was sie hier machen. Was ist hier her? Das ist der Pierre, soweit ich weiß, oder? Ja, das ist schon mal richtig. Das ist schon scheiße, Mann, geil. Ja, Gaming Way. Hey, Duld TV. Du kommst von Gong FM, oder? Ja, auch. Und Duld TV. Alter, Wahnsinn. Ja, Wahnsinn, oder? Was machen Sie? Wollt ihr schon immer mal treffen? Wollt ihr Bier gewinnen? Ich stelle Fragen und wenn ihr die richtig beantwortet, bekommt ihr Bier. Ja, von mir aus gerne, ja klar. Natürlich, das ist so. Wo machst du hin? Einmal mal durchgehen mit. Wir wollen ja niemanden im Weg stehen hier heute. Ja, Brady. Ihr kommt jetzt einfach mal mir in die Mitte. So. Ja. Oder so, wie auch immer. Pass auf, und zwar müsst ihr mir sagen, seit wie vielen Jahren gibt es denn das Glöckelzelt? Ich glaube 84, aber auf jeden Fall über 80 Jahren. Ich schätze mal 90er vielleicht. Also, du bist richtig. Echt? Ja. Nice. Schau her. Vielen Dank. Danke, Mann. So leicht geht's, oder? Ja, Mann. Ja, so leicht geht's. Es ist ja so einfach. So. Also die Stimmung von den Gipfelstürmern ist schon wieder unglaublich. So. Hallo! Hey, servus! Möchtest du ein Bier gewinnen? Ja, freilich. Muss mir nur eine Frage beantworten, okay? Danke.
Und zwar, wie heißt denn der Festwirt hier von dem Zelt? Der Festwirt? Ja. Also mit Nachnamen wahrscheinlich Göttl. Das ist schon mal richtig. Und Vorname? Ja, da bin ich überfragt. Ja, dann rat doch mal. Albert. Albert? Ja. Das war ganz knapp was. Alfred heißt er. Ja, war ganz knapp. Aber merken, wenn ich nochmal komme, dann... So, weiter geht's. Und wir fragen ja natürlich nur Leute, die eine Tracht anhaben. Also merkt euch das, wenn ihr zur Duld kommt, immer Lederhosen oder Servus oder Dirndl ansehen, so wie die schöne Frau hier. Hallo! Hallo! Magst du mitspielen bei Duld TV? Ja, darf ich mit meinem Freund im einen Team spielen? Natürlich nicht. Doch, schon. Komm, nein, nein, nein. Also, also ich glaube, die Frage ist leicht genug, dass du das alleine schaffst. Okay. Ja, okay, pass auf. Und zwar ganz, also für dich extra einfach, okay? Ja, okay. Welche Band spielt denn heute? Die Gipfelstürmer, die beste Band, die es gibt. Ja, na schau, wie einfach das war. Da brauchst du auch deinen Freund nicht, oder? Schau her. Einen Gutschein. Kann ich auch eine Frage beantworten? Nein. Was? Nein. Also, das ist auch, auch ein Tipp, wenn man mich fragt, ob man eine Frage beantworten darf. Natürlich nicht. Ich suche mir ja die Leute selber raus. Die müssen ja in erster Linie erstmal keine Lust drauf haben. So. Sie zum Beispiel. Hallo. Jetzt komm mal, wir sind gerade live. Du brauchst gar nicht so lachen, du kommst gleich mal mit jetzt hier. So. Du auch. Schau mal, jetzt hier die beiden Mädels. Ihr könnt auch zusammen im Team. Da ist die Kamera. So. Wir sind Emma und Emma. Emma und Emma. Emma und Emma, ja. Kann ich mir merken? Sehr gut. Okay, pass auf. Dann dürft ihr auch zusammen eine Frage beantworten, okay? Was flüsterst du da rein? Nichts, mich lieb halt. Ja, mich ganz so lieb. Okay, pass auf. Hier kommt eure Frage. Und zwar, wie heißt denn der Festwirt von dem Zelt hier? Alfred. Und mit Nachnamen? Glöckel. Ist sicher? Ja. Gewonnen? Hey, schau, so einfach ist es. Ja, bitte. Was ist denn heute los? Hey, heute wissen alle alles. So. Da freuen sie sich. Waren wir da schon? Ich weiß es nicht. Ja. Schauen wir mal. So. Da. Schauen wir mal. Da sehe ich doch gleich mal wieder Leute. Hoppala. Tut mir leid, ja, passiert. War eh nichts mehr drin. Hauptsache Motzen. So, das sind doch coole Mädels. Hallo! Die Football-Mädels von den Phoenix! Geil! Hey, was feiert ihr? Einfach euer Leben, oder? Ja. Hat die Saison schon wieder begonnen? Nee, die ist gerade vorbeigegangen. Ach so. Stimmt, und die Männer sind aufgestiegen bei euch, gell? Ja. Und bei euch, wie läuft es bei euch? Ja, läuft gut. Aber auf jeden Stabil, Fall. Zweite Liga. Ja, geiles Outfit auf jeden Fall, mega. Phoenix, top. Ja. So, den suchen wir uns jetzt aus. Nicht runterfallen. So, wir können auch mal in die Boxen hier reingehen, oder? Das war Rahmenspau. Ja, aber wir sind gerade live. Musste warten, bis ich fertig bin mit dem Drehen. Ja, ja, okay. Ja, ja. Was? Machen wir ein kurzes Interview. Ein Interview? Ja. Mit wem? Mit mir. Warum? Weil ich auf Duld bin. Weil was? Weil ich auf der Duld bin. Okay, wie ist es auf der Duld? Es ist schon schön hier. Ja. Alle Leute und so. Was willst du mal werden, wenn du groß bist? Ich gehe zur Bundeswehr dann. Bundeswehr? Ja. Ja, das ist immer gut. Kann man immer brauchen. Ja, Kampftaucher. 18 Jahre? Ja. 18 Jahre verpflichten lassen, oder? 12. 12. Okay, alles klar. Alles gut, immer Junge. Gut. So. Was? Das hat man lange nicht gesehen. So schön. So schön. Servus! Servus! Ich kenne groß der ganzen Regensburg da draußen, geil! Duld ist hammergeil wieder! Jawohl! Ja!
Von wem Satz hier? Von Dult-TV. Ah, ja, sechster Mal, das ist ja perfekt, Alter. Was? Was wollt ihr wissen? Haben wir gerade live? Ja. Nein, ja, aber nicht. Ohne Witz. Ja, das ist wirklich, jetzt könntest du gerade jemanden grüßen. Ich wollte... Also, Grüße raus an die ganzen Bayreuther. Ihr müsst mal alle nach Regensburg kommen. Auf der Dulde ist richtig, richtig geil. Jawohl. Und natürlich an jeden Bierbrauer da draußen, geil, der zuständig ist für das Bier hier. Es wieder schmeckt super geil. Bischofshofbier. Ja. Was? Ja. Bischofshofbier. Ja, ja, ja. Super gut. Schöne Abendung, ey. Also dann, ciao. Servus. Servus, Bursch. Also. Ja, nein. Hallo. Hallo. Ihr bist so wunderschön, du brauchst dich nicht verstecken. Hallo. Hallo. Möchtest du ein Bier gewinnen? Ja. Okay, pass auf. Müssen wir nur sagen, seit wie vielen Jahren gibt es denn das Glöckelzelt? Über 80 Jahre. Hast du schon mal Dult-TV angeschaut? Ja. Ja. Dann weißt du Bescheid, dann kriegst du jetzt einen Gutschein. Echt? Ja. Kann ich auch rein? Dabei sein? Natürlich nicht. Müsst euch teilen. So. Ich glaube, einen Gutschein haben wir noch, oder? Jetzt schauen wir mal. Gehen wir mal in die erste Reihe, oder? Ja, ja, ja. Ja, da geht's zu, ey. Ja, da sieht man, die Stimmung ist hier. So. Hey. Jetzt immer wieder. Davor alle so. Und jetzt Kameraden. Hey. Hey. Geht's euch gut? Ja! 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 Das ist das, was ich gemeint habe. Einfach mal so. Und jetzt alle! Willst du ein Bier gewinnen? Hey, ja! Wie alt bist du? 16. Wirklich? Nee, ich verarsch dich nur, ja! Ja, ja. Ich will nur keinen Ärger bekommen. Okay, pass auf, du bekommst jetzt eine Frage und zwar musst du mir nur sagen, seit wie vielen Jahren gibt es denn das Glöckelzelt? Seit über 80 Jahren, um genau zu sein, ich glaube 85. Das ist richtig. Wirklich. Es ist unglaublich. So, jetzt gibt es aber für morgen eine neue Frage, weil jetzt, ich habe jetzt endlich... Ja, bitteschön. So, wir haben jetzt wirklich es endlich geschafft in der 10. Staffel, dass es jeder weiß, seit wie vielen Jahren es das Glöckelzelt gibt. Ich lasse mir bis morgen eine neue Frage einfallen und dann sind wir wieder hier live aus dem Glöckelfestzelt. Das war's für heute in Rekordtempo. Bis gleich. Festzelt und TV.